Hier präsentieren wir die 5 beste unser Schneideplotter-Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Dieses Modell wird mit den meisten Materialien fertig und schneidet und A. Karton, Klebefolie oder Flockfolie. Dabei funktioniert es sehr genau und kann auch kleinere Flächen in einer Breite von 5 cm bearbeiten. Maximal lassen sich Bögen mit 126 cm im Refine fixieren. Und dadurch, dass die Geschwindigkeit mit bis zu 800 mm pro Sekunde relativ schnell ist, benötigt das Gerät selbst für große Flächen nur wenig Zeit. Gut gefallen hat uns bei unserem Schneideplotter-Test zudem die mitgelieferte Software. Nummer 4. Der Refine E720 ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Dementsprechend genau schneidet er auch. Zudem kann er Materialien in einer Breite von bis zu 63 cm bearbeiten. Die mindeste Breite beträgt dagegen 5 cm. Dabei ermöglicht das Gerät eine Auflösung von 0,025 mm, wodurch das Ergebnis garantiert nicht verpixelt aussieht. Bei unserem Schneideplotter-Test fanden wir außerdem, dass der Apparat schön schnell arbeitet, weswegen selbst größere Aufträge in nur kurzer Zeit realisiert werden können. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Der Scan-N-Cut ist eher für den Einsatz zu Hause gedacht und kostet daher auch deutlich weniger als professionelle Geräte. Er arbeitet dennoch sehr präzise und ist zudem sehr einfach zu verwenden. Immerhin wurde hier ein Scanner integriert. Durch ihn muss man Muster nicht erst über ein Programm erstellen bzw. Vorlagen herunterladen. Stattdessen lässt man ein Bild einscannen und das Gerät stanzt es aus diversen Materialien wie Folie, Karton oder Papier aus. Bei unserem Schneideplotter-Test hat das auch bestens funktioniert. Hierfür ist außerdem überhaupt kein PC nötig. Nummer 2. Bei diesem Modell bekommt man sehr viel für sein Geld, weswegen wir hier bei unserem Schneideplotter-Test auch den 2. Platz vergeben haben. Beispielsweise schneidet es nahezu alle gängigen Materialien wie Papier, Karton oder sogar Stoffe, solange diese nicht dicker als 0,5 sind. Ferner wurden gleich 2 Werkzeugköpfe installiert. Durch sie kann das Gerät in einem Schritt zeichnen und schneiden, was deutlich an Zeit spart. Deswegen funktionierte der Cameo 3 bei unserem Schneideplotter-Test auch besonders schnell. Übrigens verfügt der Apparat über eine Bluetooth-Schnittstelle, wodurch man sich den Kabelsalat spart. Und die Nummer 1 unserer Liste. Dieses Modell erhielt bei unserem Schneideplotter-Test den ersten Platz, da es das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aller vorgestellten Geräte bietet. Für den geringen Preis erhält man ein Gerät, das eine Schneidebreite von 20,3 cm ermöglicht und mit einer Geschwindigkeit von maximal 100 mm pro Sekunde arbeitet. Geschnitten werden können außerdem Materialien in einer Dicke von höchstens 0,5 mm und einem Format von DIN A4. Zudem sind im Lieferumfang gleich die Software Silhouette Studio und 50 kostenlose Designs für Schnitte enthalten. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.